Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Nach wie vor im Higashi Tower. Genau. Wir hatten die unteren Etagen, wie viel auch immer, schon gemacht. Hier habe ich jetzt mal aufgeschlagen. Und mal ein bisschen kürzeren Weg hat. Genau, die Etage hat man ja beendet. Ich schaue nochmal einen kurzen Blick rein. Genau, die haben wir hier beendet, sind hier raus. Und haben dann hier aufgehört. Hatte noch ein bisschen was abgeschraubt, runtergeschafft, gemacht, getan wie immer. Taschen ein bisschen geleert. Den Weg nach unten aufgeschlagen. Oha. Hier geht's ja noch höher. Ja, und hier geht's jetzt weiter. So, wie war der Stand der Waffen? Sieht gut aus. Nämlich das an, die Pflanze gehört mir. Großer weiter Raum. Nochmal das so, oder? So viel. Habe ich nicht gerade gesagt, wir machen das so? Ja. No risk, no fun. So, schauen wir doch alles nach. Will nichts verpassen. Da steht da schon einer. Wo man dann mal wahrscheinlich rumkommt irgendwann. Müsste ich eigentlich hier durchschießen können. Yes. Einer weniger. Gibt es da vielleicht noch einen, den ich schon vorzeitig wegmachen kann? Jetzt einen gelben Sack verloren oder wie? Ah, komisch. Wir werden es herausfinden. So, Zement und so. Nehmen wir gleich mit. Wenn es wieder größere Lager irgendwo gibt, die kann ich dann separat wegmachen. Aber jetzt so kleine Sachen nehmen wir mit. Automat. Nichts, was ich bräuchte, mal abgesehen, dass ich eh kein Geld habe. Mir ist nichts dabei. So, wieder was zum Verkaufen, gut. Und noch ein bisschen Müll. Ein 6er Helm, ja gut, zum Motten und Verkaufen, ne? Ist ja gut. Die schraubt mal weg. Das ist Händler, schon mal. Okay, ersten Raum überstanden. Da hockt einer, da steht einer. Zu hoch, das ist ein Compound-Bogen. Lauf doch! Also nachts hätte mich der jetzt schon dreimal geschlagen. Schon wieder drüber. Einfach direkt ziehen mit dem Compound auf die paar Meter. Kann man nicht hier durchschießen? Sieht so aus. Bleibt eine Treppe stecken. Das ist ein bisschen schade gemacht, ne? So, Stühle, die habe ich jetzt schon zu Tonnen unten liegen. Da kommt dann die Treppe da hoch, ne? Nicht schnell genug geschlagen.
So, schauen wir mal hinten lang. Kann man nicht durch. Da ist nichts. Der schon wieder Hunger. Mann. Steht einer, sollte ja nicht eigentlich schon mal reagieren auf mich. Zack. Einfach weg. Ja, easy. Hier was drin? Yes. Schon noch mehr davon. Ja, hat sich aber nicht gelohnt. Schade. Ein Müllsack hier drin. Wer stopft das da rein? Okay. Weiter. Nicht so lange mit Müll aufhalten hier. Bauplan für ein Scharfschützengewehr. Ist dann wohl das Bessere von dem hier, ne? Lernen wir doch gleich mal. Immer dran denken, mal zu Hause mal zu schauen, ob ich das machen könnte. Wahrscheinlich braucht es nicht für geschmiedeten Stahl, wie alles andere auch. Hallo? Boah. Aha. Ein Ferrel. Oh Mist. Jo. Gute Kombination. Das war nachts. Heftig. Eine Sekunde, der hungert schon wieder wie Sau. Erstmal ein bisschen was schreddern hier. Wegen Platz. Klaas nehmen wir nicht mehr mit. Und was essen. Ich hatte 6 oder 8 Stück dabei. Sieht jetzt schon ein bisschen mager aus. So, hier nochmal hochschauen. Nix. Hier kannst looten. Wahnsinn. Ist wieder voll. Schrott, Schrott. Ach, die Verschrottungswarteschlange ist voll. So, da schrauben wir nichts mehr ab. Elektronische Teile haben wir jetzt wirklich genug. Und wieso habe ich das hier oben übersehen? Das Zement. So, ach, ich habe immer noch die Ludo-Brille auf. Alter. Das wird sich niemals ändern. Ich werde mich auch jedes Mal darüber aufregen. Ab hier. Yes. So Leute, nochmal anklopfen. Meldet sich niemand freiwillig hier.
Da liegt schon ein Sack. Da liegt ein Edgar. Der hat auch einen Sack fallen lassen. Keine Falle? Sieht echt aus, sowas. Was mit dir? Musst du den Boden so oben platzieren, die kommen nicht mehr durch, oder was? Okay, für den Sack setze ich die Brille jetzt mal auf. Munition. Und randvoll. Heidelbeersamen brauchen wir nicht mehr. Zwei Dukes, ey, Wahnsinn. Ja, es sind noch zwei Plätze frei. Ich werfe es dann wahrscheinlich gleich wegs Papier. Die sind aber auch schnell. Abkarton, aber wir müssen eh noch die gelben Säcke aufheben da draußen. Nehmen wir mal die Brille. Munition. Schön. Was hat's hier? Mal nix. Aber irgendwo hat's noch jemanden. Puh. Nehmen wir Vitamine, können wir auch das Brot noch mit dazu tun. Vier Stück Stoff brauchen wir nicht, das ist zu viel wert. Gut. Geld! Ich habe überlegt, ob ich die zwei Dukes hier wegwerfe, aber jetzt habe ich nochmal 370 oben drauf bekommen. So, hier hinten war ich wahrscheinlich schon nicht, weil da liegt noch ein Stück Papier. Ich gebe es eigentlich immer so ein bisschen auf, dann sehe ich auch immer, wo ich war und wo nicht. Aber da komme ich gar nicht hin, aber da ist eine Treppe. Okay. Wieder so ein. Was der wegsteckt. Das sind jetzt drei schwere Schläge gewesen. Dann hat der Brandschaden, der hat ihn dann umgebracht am Ende. Okay, ich bin hier runtergekommen. Habe ich die alle schon aufgebracht? Nee. Medizinische Vorräte. Versiegelte Versandkiste. Ein Speer von Händler. Das ist ein bisschen verwirrend hier, ganz leicht. Verwirrend. Bin die Treppe runtergekommen. Komm aber nicht zu der. Nicht zu der anderen. Okay. Also erstmal hier hoch. Spinnwebe, weg damit.
Sieht irgendwie gewellt aus, das Metall hier. Ja, scheint aber nichts zu sein. Okay, dann hier runter wieder. Ist man wahrscheinlich angekommen bei einer der vielen Treppen. Ui, Munitionskiste. Okay. Ja, so ein Riesenhaus muss man ja direkt nach der Hordennacht anfangen. Das hat man ja gar keine Chance, das irgendwie zu packen, ne? Ist ja Wahnsinn. Sechster Magnum. Wahnsinn. Jede Menge medizinischer Vorräte. Ach Leute, helfen mal, was soll ich wegwerfen? Ah. Echt schade mal alles. Ist nicht normal, ist ja alles so voll hier. Ja, Messing ist so mehr wert wie Plastik. Ich werde raus müssen eigentlich. Die Frage ist nur, ja. Wie komme ich hier raus? Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass irgendwo jemand Lärm macht. Das ist teilweise schon oben aufgeschlagen habe, ne? Da sind wir auf die Treppe runtergekommen. Und gehen die jetzt wieder hoch. So. Ich glaube, hier bleibt es liegen. Klar ist auch. Großer Raum. Ah, hier, ne? Kann es sein, dass das das Gitter ist hier, wo ich vorhin durchgeschossen habe? Es schneit wie so. Winter. Ja, ne? Okay. Was haben wir hier? 10.000! Zwei? Nehme ich doch den Weg, oder? Da müsst ihr ins Treppenhaus führen. Okay, mach ich das jetzt mal auf. So, Freunde, aufgeschlagen, unten gewesen, Tasche geleert. Yay! So, und die Magnum noch ausgetauscht. Ich habe das jetzt mal aufgeschrieben, habe die jetzt mal die alten Mods wieder reingemacht. Die alte Magnum hat ohne Mods 81 Schaden gemacht und die hier 108. Also, boah, heftiger Zuwachs, jetzt mit den paar Mods schon 122. Wahnsinn. Jetzt schaut, das Gewehr macht pro Schuss 45 Schaden weniger, also die AK 61 pro Schuss weniger. Natürlich schießt eine Magnum auch viel, viel langsamer, aber ja. So ein Ziel, ein Treffer ist natürlich die Magnum Spitze. Einfach geil. So, weiter geht's. Konzentration. Eigentlich dürfte hier keiner sein. Ich habe mich ja hier schon bewegt, hier drin, mehr oder weniger. Die hätten ja da reagieren müssen, eigentlich. Okay, da geht's lang. Und da unten auch. Ach, da sind wir rausgekommen. Richtig, richtig erkannt. Das kann man noch aufschlagen.
Pappkarton. Gut. Brille mal wechseln. Ausnahmsweise. Und hier aufmachen. Nochmal da noch auf. Ah, hier ist gar nichts, okay. Ja, schon ein bisschen was von Wert. Schauen wir trotzdem nochmal dahinter, dass wir nichts vergessen hier. Hier ist alles zu, okay. Ach, die Munitionskiste, die wir vorhin aufgehoben haben. Wie viele? Steht nochmal auf, ey. Aber Hund. Ja, 4. War schon nicht ohne. Hat aber gut geklappt, das Timing. Ausnahmsweise mal. Kleiner Vorrat, okay. Machen wir hier mal zu, wollte ich sagen, aber die Tür ist nicht mehr. Hier, ein Fenster. Ja. Nee, Schatzkarte. Geil. Die Brille auf, die richtige. Ja, nichts wirklich, ist ein bisschen Munition. Ja, Jugos-Saft. Ein Buch, was man schon kennt. Genau, apropos Bücher, ich wollte da mal reinschauen. Wir haben letztens so viel Magnum-Zeugs gefunden. Ja, richtig. 6 von 7. Und Feuerwehrmann auch schon 6 von 7. Da könnte man dann auch mal Fleisch dazu kaufen. Weil dann gibt es den Bonus. Wenn man alle 7 Bücher hat, bekommt man immer den Bonus hier unten. .44er Munition durchbohren Gegner, dann ist der Bonus hier und fertige große Mengen Munition. Und hier sprinte länger und werde im verbrannten Wald nie überlastet. Okay. Ja, Feuerwehrmann halt, ne? Der Held in solchen Gebieten quasi. Was ist denn hier? Geheime Toilette. So, aber weiter geht's jetzt. Ich hatte nicht mal annähernd gedacht, dass das Gebäude so umfangreich ist. Wahnsinn.
das auch wieder aufmachen, ne? Eine Leiter. Was man von oben reinfällt, oder wie? Eine Sechserhaube. Oh, die haben wir ja schon. Gut, hier hoch. Da ist mal nichts. Nicht viel. Also hier rein. Hallo? Okay, Bücherregal leer, schade. Hier klopfe ich mal lieber nicht an, sehr riesig. Glaskisten mal wieder, steht aber keiner drin. Habe ich doch angeklopft. Naja, nichts passiert. Schon wieder voll. Ich war doch gerade erst unten ausleeren. Gibt's ja gar nicht. Jo, in dem Bereich ist scheinbar nichts. DNA-Testing. Okay. Von hier kommen die ganzen Zombies, ne? Nur der eine erstmal. Verschlossen. Da steht noch mehr. Wird nur nicht alle ausgelöst. Das ist ja gut. Dankeschön. Okay, der war ein bisschen verwirrt. Schwer Tag, aber die Zeit rennt, ist ja unglaublich. So hat alles reingepasst, okay. Machen wir die Farbe noch wohin. Da. So, ein bisschen was zu essen. Kaffeesamen. Das lass mal. Okay, geht's noch ein bisschen weiter hier.
Sollte ich mir langsam mal bessere Pfeile zulegen oder was? Keine Ahnung. Die überleben mir das jetzt eindeutig zu oft. Ja, zum Glück leer, ne? Gar kein Platz mehr für irgendwas. Geschmiedeter Stahl und was zu essen. Und 0,0 Platz. Okay, da war doch nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Das ist die Tür von da. Immer einen Blick riskieren. Da war er schon nicht. Ja klar, ist ja wieder Glas, ja klar, logisch. Lauf doch. Immer von gehockt zum Laufen macht er nicht von allein. Also man muss halt ja immer dem sagen, okay, geh mal aus der Hocke jetzt, ne? Schon was Stärkeres. Ja, die Magnum habe ich noch, die ist viel stärker. Ja, minus 71 der Bogen. So, was kommt denn alles, ne? Schau lieber mal nach dem alles. Tourist, aber der ist noch ziemlich weit da hinten, aber den kann ich vielleicht vorher machen. Oder das alles, was sonst noch kommt. Okay, es ist runter, der Mist. Alter, das ist vermöbelt. Alles voll. Ja, Freunde. Von wegen, das schafft man in der Folge. Also ich denke, es ist keine Chance, dass ich mich jetzt hier irgendwie reinpresse. Noch ein paar Minuten vielleicht mehr überziehe wie sonst. Aber nein, das wird nichts. Also. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann genau hier in der nächsten Folge. Ciao, Leute.